Am Anfang sei nochmal gesagt, im Gegensatz zu den verschiedenen Mythen, die ja kursieren, die Templer waren ein ganz normaler katholischer Orden. Sie haben die drei Gelübde abgeleistet: Keuschheit, Armut und Gehorsam und sich darüber hinaus noch dem Schutz der Pilger und dem Kampf für die heiligen Stätten verpflichtet. Sie wurden von einem Meister geleitet und besaßen Besitzungen in ganz Europa, die den Auftrag hatten, so viel wie möglich an Geld und Naturalien zu erwirtschaften, das dann ins Heilige Land kommen sollte zur Unterstützung. Das Aufsehen und der Mythos begannen eigentlich erst, also nicht eigentlich, sie begannen erst mit dem aufsehenerregenden Prozess 1307. Obwohl die Templer eine so bekannte und prominente Rolle im kulturellen Gedächtnis ja spielen, ist es erstaunlich, dass es vergleichsweise wenige Filme und Serien gibt, die sich mit ihnen beschäftigen. Ich möchte grob bei diesen ganzen Filmen und Serien zwischen Fantasy und Historienfilm trennen, obwohl es ja vor allem in moderner Zeit sehr, sehr viele Überschneidungen gibt. Angesprochen sei da nur die Serie Nightfall, in der der Fall von Akkon 1291 mit der Jagd nach dem Heiligen Gral und dem Prozess gegen den Orden verknüpft wird. Die ältesten Templer-Szenarien entstanden in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts und thematisierten vor allem das spektakuläre Ende des Ordens, fokussiert auf die Kontrahenten König Philipp und Jacques de Molay. Der berühmte Fluch Molays vom Scheiterhaufen, der ja nicht historisch ist, bildet den dramaturgischen Angelpunkt für die Entfaltung der Szenerien. Hier ist natürlich wenig zum Ordensleben zu erwarten, da sich die Brüder ja schon in Haft befinden und man das normale Ordensleben mit Gebet, heiliger Messe oder auch Kampf ja nicht mehr sehen kann. Andere filmische Umsetzungen betreffen zu einem großen Prozentsatz Adaptionen von literarischen Quellen. Hier sind an erster Stelle die Romane von Walter Scott zu nennen, die bis heute ja immer wieder verfilmt werden und im angelsächsischen Bereich einfach ungeschlagen sind. In den 1970er Jahren erblickten aus spanischer Feder mehrere Horrorstreifen das Licht der Projektorlampe, in denen basierend auf den Anklagen aus dem Prozess und klassischen Zombie-Motiven die Templer als Teufelsanbeter und Ritualmörder vorgestellt werden, die dann eben Jagd auf Jungfrauen machen und diese dann ihren Dämonen opfern. Auch hier ist von der monastischen Komponente und dem Ordensleben natürlich wenig zu erwarten. Ebenso in all den modernen Inkarnationen von Schatzsuchen und Verschwörungsmotiven à la Da Vinci Code. Für das Thema dieses Vortrags interessant sind damit lediglich die Historienfilme, die eben während der Wirkungszeit des Ordens von 1118 bis 1307 spielen. Historie habe ich dabei in Anführungszeichen gesetzt, denn wie jeder Zuschauer von Historienfilmen wissen wird, sind es eben Filme mit schriftstellerischer Freiheit und keine Dokumentationen. Und oft sind nur die Namen und die Schauplätze historisch. Ansonsten darf man dann nicht sehr viel Aufklärung erwarten. Näher vorstellen möchte ich drei exemplarische Spielfilme der jüngeren Vergangenheit: Kingdom of Heaven, Ahn der Kreuzritter und Ironclad. Die beiden ersten Filme spielen zu Teilen im Heiligen Land und thematisieren eine der dramatischsten Szenen während der Kreuzzüge, nämlich die Schlacht von Hattin und den Verlust Jerusalems. Die Wahl gerade dieser Epoche schließt nicht nur an Walter Scotts Romane an, sondern erlaubt darüber hinaus vor allem die Präsentation eines historischen Narrativs, nämlich vom edlen, kulturell fortgeschrittenen Muslim versus barbarischen, religiös-fanatischen Kreuzritter, der unprovoziert und zu Unrecht den Frieden der Region stört und damit praktisch Unruhe in die gesamte Geschichte bringt und das Drama eben erst auslöst. Ironclad spielt nur wenig später, allerdings im England des Königs Johann Ohneland. Es handelt sich um eine klassische Verteidigung der Freiheit gegen einen Tyrannen-Story, die große Parallelen etwa zu den Adaptionen der amerikanischen Alamo-Geschichte hat. Wer die nicht kennt, da geht es darum, dass auch so einige Gunfighter und Freiheitshelden den Alamo, also diese Missionsstation, gegen eine überlegene mexikanische Armee verteidigen und dabei heldenhaft die amerikanische Freiheit, die Unabhängigkeit und die Werte der amerikanischen Gesellschaft retten. Das wird
heute noch zelebriert in Amerika. Das ist so das Nationalheiligtum dort. Kingdom of Heaven visualisiert das eben genannte Narrativ der barbarischen Kreuzritter und edlen Orientalen auf Kosten der historischen Wahrheit. Die Templer nehmen in dieser Historieninkarnation die Rolle des fanatischsten Christentums ein, obwohl ihnen ja gerade in der mittelalterlichen Kritik oft vorgeworfen wird, dass sie das Gegenteil gemacht haben. Also die neu angekommenen Kreuzritter wollen kämpfen und die Templer und Hospitaliter schließen lieber Pakte mit den Muslimen, sodass man ihnen später im Prozess ja vorwirft, sie hätten auch die Christen verraten. Jedoch im Film ist das alles anders und ich habe hier zwei Szenen rausgesucht, die das eigentlich am besten illustrieren. Starten wir sie mal. The king has made a peace with Saladin these past 6 years. He holds Jerusalem as a place for prayer for all faiths, as the Muslims did before we came. These men are Templars. They killed Arabs. Also, falls der Ton nicht so gut rübergekommen ist, der Johanniter sagt, dass dies halt ein Templer sind, die hingerichtet werden, weil sie Araber ermordet haben, während der König von Jerusalem, der christliche König, doch die Stadt und das Land friedlich beherrschen möchte, wie es auch die Muslime zuvor ja gewollt und gemacht haben. Und die Templer stören diesen Frieden. In der nächsten Szene sehen wir den Großmeister und einige Ordensvertreter. Headed for Bethlehem to desecrate the birthplace of our Lord. Renald, with the Templars, have broken the king's pledge of peace. Saladin will come into this kingdom. Tiberius knows more than a Christian should about Saladin's intentions. That I would rather live with men than kill them is certainly why you are alive. That sort of Christianity has its uses, I suppose. We must not go to war with Saladin. We do not want it, and we may not win it. Blasphemy! Blasphemy! An army of Jesus Christ which bears his holy cross cannot be beaten. Does the Count of Tiberias suggest that it could be? There must be war. God wills it! Den Gegensatz zu den engstirnigen Templern bildet der aufgeklärte Johanniter, der nichts von Religion hält und für den das individuelle Heil am Gewissen des Einzelnen hängt. I put no stock in religion. By the word religion, I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the will of God. I've seen too much religion in the eyes of too many murderers. Holiness is in right action. And courage on behalf of those who cannot defend themselves. Alle Antagonisten, wie wir eben schon gesehen haben in der Szene mit dem Großmeister in Kingdom of Heaven, tragen absurderweise das Ordensgewand der Templer. Auch Guido von Lusignan, Ehemann der Königsschwester Sibylle, den wir eben schon haben auftreten sehen, hier sehen wir ihn nochmal mit seiner Frau, wie er zum Bankett schreitet. Auch Reinhard de Châtillon, rechts auf der Folie, trägt das Templergewand. Unklar ist, ob der Schöpfer des Films suggerieren wollte, dass alle diese Männer dem Orden angehören oder ob das Gewand einfach als visueller Identifikator für fanatisch dummer, charakterlich schwacher Bösewicht gilt. Auch Ahn der Kreuzritter, im schwedischen Original heißt es Ahn der Templer, ich spreche kein Schwedisch, darum schenke ich mir das zu sagen, ist die Verfilmung einer Romanvorlage, allerdings nicht wie Walter Scott vom Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern aus den Jahren 1998 bis 2000. Auch hier werden die historischen Ereignisse um Saladin und den Verlust Jerusalems sehr frei interpretiert. Die Templer werden vorgestellt als Armee Gottes und scheinen die einzigen Bewaffneten in den Kreuzfahrerstaaten zu sein, zumindest tauchen nur sie auf. Ein Gespräch, das der schwedische Protagonist Arn mit Saladin führt, umreißt erneut das Narrativ vom edlen Muslim und den ehrlosen Kreuzrittern, beziehungsweise den Templern als ihr Pars pro Toto. Nur Arn hebe sich als vertrauenswürdiger Mann von Ehre von ihnen ab. Dabei kommen die Templer im großen Ganzen besser weg als in Kingdom of Heaven. Den Part der Dummheit und Arroganz verkörpert lediglich Gerard de Riedfort. Wobei ich zugeben muss, ich habe nur den Spielfilm gesehen. Ich weiß, das ist eine verkürzte Fassung von einer mehrteiligen Serie ist, die habe ich nicht gesehen. Mag sein, dass da einiges dabei ist, was mir entgangen ist. Der Orden erscheint jedenfalls wie eine Art Fremdenlegion.
Aan wird zur Buße ins Heilige Land geschickt und soll bei den Templern kämpfen. Damit wäre er eigentlich einer der Ritter auf Zeit gewesen. Er trägt aber, wie wir hier gut sehen können, das weiße Ordensgewand, zudem noch mit dem Kreuz der portugiesischen Christusritter, also das Gewand der Professritter. Außerdem scheint er ein hohes Amt zu bekleiden im Generalstab des Meisters und wird bei wichtigen Entscheidungen konsultiert. Letztlich wird er ehrenvoll aus dem Orden entlassen, kehrt nach Hause zurück und heiratet. Als es zum Kampf mit verfeindeten Adligen kommt, trägt er sein Templergewand jedoch erneut. Von Gelübden oder anderweitigen Ordensverpflichtungen außer dem Kampf ist nicht die Rede. Als Fremdenlegion wird der Tempelorden auch in dem in England spielenden Ironclad dargestellt. Einer der Freiheitskämpfer, die sich entscheiden, die Burg Rochester und die Magna Carta gegen den anrückenden tyrannischen König zu verteidigen, ist nämlich ein Templer namens Thomas Marshall. Im Intro des Films werden die Templer zwar als Warrior Monks bezeichnet, eine Ordensstruktur oder eine Hierarchie wird aber nicht ersichtlich. Sehr bald ist der Protagonist auch allein unterwegs, seine beiden Begleiter werden ermordet und er trifft seine Entscheidungen anhand der Erfordernisse. Dass er irgendwelchen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig wäre, kommt nicht vor. Wie in Arn steht die Bezeichnung Templer vor allem für Top-Kämpfer. Der Held säbelt mit seinem anachronistischen Bihänder alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Von seinem Ordensgewand trennt ihn der Drehbuchautor glücklicherweise ohne Kommentar, bevor er Ehebruch mit der Burgherrin begeht. Im Gespräch mit der hippiehaft auftretenden Lady, die ihn davon überzeugt, dass Liebe keine Sünde sei, ist von mysteriösen Templergelübden die Rede. Was sie außer offensichtlich Keuschheit, denn er darf eigentlich nicht mit ihr, beinhalten, bleibt aber nebulös. Auch diesmal wird der Held am Ende der Auseinandersetzungen schlicht vom Erzbischof von Canterbury aus dem Orden entlassen. Er hat seine Schuldigkeit getan und das war's dann. French prince now holds the English crown. Not an easy decision to make. Nor was this one. The order's over for you, Thomas. You've earned your freedom as much as any man. Your grace. So, da reitet er dahin mit seiner Hippie-Lady mit offenem Haar und blanken Schultern. Ja, also das muss auch gesagt werden. Fazit: Das Motiv des Templers bzw. Templerordens dient den Filmschaffenden offenbar lediglich als Vehikel zum Transport ihres jeweiligen Narrativs und erschöpft sich meist in der Visualisierung des düsteren, traumatisierten Elitekämpfers. Also die gleichen Stories könnten mit Veränderungen der Geschichte und der Gewandung einfach auch meinetwegen ja im Alamo spielen oder auch heutzutage der traumatisierte, posttraumatische Elitesoldat, der da einfach sich entscheiden muss. Oder wahlweise des christlichen Fanatikers. In Kreuzzugsszenarien sind die Templer geradezu Terroristen avant la lettre, wie in Kingdom of Heaven, wo sie den Frieden stören, indem sie einfach Araber ermorden. Was eine Vita Religiosa und ein Orden überhaupt waren, beziehungsweise ist, davon besteht offenbar nur eine rudimentäre Vorstellung bei den Filmschaffenden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jeweils der Regisseur oder der Drehbuchautor war. Diese Fakten liegen mir nicht vor. Aber fest steht, dass dieser Sache keine Aufmerksamkeit gewidmet wird oder sie dem dramaturgischen Narrativ geopfert wird. Vielleicht dachte man auch, es ist zu kompliziert für die Zuschauer. Die spirituelle Komponente wird allerhöchstens in Szenen von vor oder nach der blutigen Schlacht zum Gebet knienden Ordensbrüdern komprimiert. Das könnte ebenso gut auch weltliche Ritter darstellen, die ja sicher in den Kreuzzügen ebenso gebetet haben. Etwas anders ist die Situation in den Dokumentationen oder sogenannten Dokudramen. Auch sie schossen wie Pilze aus dem Boden, fördert von Dan Browns Roman und der Verfilmung dann ab Ende der 90er, besonders Anfang der 2000er Jahre. Je nach Zielpublikum, das mit der Sendung bedient werden soll und der Ausrichtung ihrer Produzenten, gibt es naturgemäß erhebliche Qualitätsunterschiede.
Am einen Ende der Skala stehen Sendungen wie Terra X, der Schatz der Tempelritter von 1995, mein persönlicher Favorit. Hier werden die Templer durchweg als geheimnisvolle Bruderschaft charakterisiert, die Geheimcodes verwendete und natürlich sich nur irgendwelchen verborgenen, geheimnisvollen, zwielichtigen Dingen widmet. An angeblichen Templerkirchen werden merkwürdige Figuren entdeckt und in Schnitt und Kommentar beständig das Unheimliche suggeriert, auch wenn die größten Banalitäten gezeigt werden. In den Spielszenen sieht man die Templer imaginäre Schätze vertraben, links oben, oder aufs Kreuz spucken in der Mitte oder auch Orgien feiern ganz rechts. Allein schon durch die Bildwirkung werden eventuelle relativierende Kommentare wie "Dieses war ja nur ein Vorwurf und wir wissen nicht, ob es wirklich geschehen ist" quasi gemutet. Was wirkt, sind die Bilder. Auf demselben Niveau liegt der geheime Kreuzzug, ausgestrahlt auf History Channel 2005, also schon 10 Jahre später, in dem populärwissenschaftliche Autoren interviewt werden und auch Vertreter der Amerika-Templer in Amerika-These zu Wort kommen. Auch hier werden die Templer als Geheimgesellschaft charakterisiert. Sie hatten natürlich eine verborgene Agenda und ganz sicherlich, Zitat, etwas anderes gemacht, als nur Pilger zu beschützen. Vor allem haben sie unter dem Felsendom gegraben und dort nämlich die Bundeslade entdeckt. In den Spielszenen vieler Dokumentationen tragen die Templer zumeist eine eher minder historisch akkurate Rüstung, selbst im europäischen Alltag. Sie marschieren auch mit blankem Schwert oder kämpfen, während der Kommentar sich auf Aktivitäten in Europa richtet. Damit wird die Illusion einer bis an die Zähne bewaffneten Militärmacht suggeriert, die brutal gegen ihre Gegner vorgeht. In Wahrheit gab es nur wenige Ritter in Europa und bei der Inventur im Rahmen des Prozesses hat man auch kaum bis keine Waffen überhaupt gefunden in Europa. Ausnahme Spanien und Zypern, die ja noch an der Grenze zu den muslimischen Gebieten lagen. Aber in England oder Frankreich war da nichts zu finden. Und auch zeitgenössische Darstellungen zeigen die Templer halt nicht in Waffen. Auf Grabsteinen und in Manuskripten sieht man sie in ihrem Haushabit. Dargestellt werden auch gern die Aktivitäten im Bankenwesen, Anführungsstriche, und die Templer als alleinige Bankiers im Mittelalter positioniert. Von den jüdischen Bankiers und den lombardischen Bankiers und sonstigen wird nicht gesprochen. Dazu eingeblendete Spielszenen zeigen Templer beim Geldzählen oder lassen die Kamera über Preziosen schweifen. Auch hier zwei verschiedene Filme, der Geheime Kreuzzug von 2005 und das andere ist aus einem neueren Film von 2020. Titel: Die Geheimnisse der Tempelritter. Ja, selbst in einer seriösen Dokumentation wie eben Die Geheimnisse der Tempelritter, ausgestrahlt auf Arte, machen keine Ausnahme. Hier werden Dokumente im Original vorgestellt, namhafte Forscher wie Philippe Chosserin kommen zu Wort. Es besteht gar kein Zweifel, dass die Templer ein katholischer Orden waren, dessen Spiritualität sich an Kreuz und Opfer Christi orientierte, der Hierarchien und Gebetszeiten kannte, ebenso wie den heldenhaften Kampf. Aber die auch hier immer wiederholt eingeblendeten Spielszenen sozusagen als Clickbait von mit blankem Schwert marschierenden oder geldzählenden Templern wirken der Absicht des Dokus praktisch entgegen. Ob sie die Divergenz von Mythen-Spielszene im Gegensatz zur im Kommentar richtig gestellten historischen Wahrheit illustrieren sollen, das kann mangels Einsicht in Drehbuch und die ganzen Hintergründe nicht gesagt werden. Es wirkt jedoch nicht so. Und ich bin sicher, dass es bei vielen Zuschauern auch nicht so ankommt, als sollte die Spielszene jetzt einerseits den Mythos illustrieren und dann kommt der Forscher, der das nun wiederum richtig stellt. Das wird sicherlich nicht so aufgefasst. Auf jeden Fall kommt das monastische Element oft zu kurz. Beim Sichten des Materials der diversen Dokus gestattete ich mir etwas Vorfreude bei dieser Szene. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn wie sich kurz darauf herausstellte, soll der Mensch, der da am Chorgestühl sitzt mit seiner Kappa, keineswegs einen Templer darstellen, der betet oder schreibt, sondern es soll den heiligen Bernhard von Clairvaux illustrieren. Warum
Bernhard ein Templerkreuz auf seinem Zisterziensergewand trägt, erschließt sich nicht, wird auch nicht erklärt. Nachdem ich jetzt Beispiele für Dokumentationen gebracht habe, die den Sensationshunger des Publikums recht platt bedienen, möchte ich natürlich auch das andere Ende der Skala nicht unerwähnt lassen. Hier finden sich zum Beispiel Gottesgeheimnisvolle Krieger von 2010 und ich möchte sagen, nicht nur, weil ich daran mitgewirkt habe, sondern tatsächlich bedient sich nur der Titel die verschwörungsaffinen Leute. Und die unvermeidlichen Spielszenen werden wenigstens von einer Reenactment-Gruppe dargestellt, die größtmöglichste Authentizität in ihrer Darstellung nach vorne rückt, sodass wir davon ausgehen können, das sind nicht einfach irgendwelche Blechhelme und Betttücher, die umgehängt haben, sondern es sind tatsächlich oft handgewebte und von Hand hergestellte, nach der Quellenlage vorbereitete Gewandungen. Und es sind auch Templer im europäischen monastischen Alltag dargestellt. Beim Essen und bei der Tischlesung zum Beispiel, wie wir hier rechts auf der Folie sehen, und beim Gebet links. Fazit: Auch Dokumentationen folgen natürlich Narrative Choices. Anders als im Spielfilm wird hier oft der Sensationshunger des Publikums mit der Suggestion von Geheimnis bedient. Die Spielszenen entwickeln zum Teil geradezu ein Eigenleben neben den Aussagen des Kommentars. Während in den Spielfilmen der Templer als fanatischer Elitekämpfer inszeniert wird, bekommt das Auditorium in vielen Dokudramen neben den klirrenden Schwertern noch klingende Münzen serviert, nebst einem alles einhüllenden Mantel des Geheimnisses. Denn wer Templer sagt, muss auch Geheimnis sagen, wenigstens doch im Titel. Vielen Dank.